Rob Bubble hat mal wieder den Anti-Web-Videopreis 2022 gemacht, also die schlechtesten Videos des Jahres. Da springen wir doch einfach mal mit Kopfsprung rein und gucken, was passiert. Herzlich willkommen zum Matti-Adventskalender, Türchen Nummer 7. Okay. Meine Damen und Herren, liebes Publikum, herzlich willkommen zu einem wirklich besonderen Abend. Herzlich willkommen zu dem Preis, der die Videos und Aktionen auszeichnet, die das letzte Jahr ganz besonders gemacht haben. Ganz besonders scheiße. Herzlich willkommen zum 6. Mal zum Anti-Web-Videopreis 2022. Bin ich jetzt aber gespannt, Freunde. Starten wir direkt mit... Was glaubt ihr, Freunde? Wer gewinnt das Ding? Was ist denn das schlechteste Video des Jahres? Ich stimme dem Hoshi nämlich zu. Ich glaube, das Insi-Modus-Video dürfte auf jeden Fall ganz weit vorne dabei sein. Starten wir direkt mit der umkämpftesten Kategorie des Jahres. Nicht jedes Unternehmen kann sich kreative Kampagnen leisten, wie KFC, die uns zum Gedenken an die Reichspogromnacht zarten Cheese zum knusprigen Chicken empfehlen. Was? Das ist vor... 2 Wochen passiert? Zur Reichspogromnacht empfiehlt KFC Chicken? Das ist ein Fake, oder? Was zur Hölle? Knusprigen Chicken empfehlen? Nein. Andere Unternehmen müssen auf komplexes Influencer-Marketing zurückgreifen, um ihre Nazi-NFTs zu bewerben. Nominiert in der Kategorie Bestes Influencer-Marketing sind Montana Black für seine mutige Werbung für einen Hitler-Gorilla-NFT inklusive unzensierter Hakenkreuzarmbinde. Und in einer überraschenden Doppelnominierung... Das war dieses Jahr? Das kommt mir aber auch wieder so vor, als wäre es 2, 3 Jahre her gewesen gefühlt, ne? Montana Black für seine Werbung für weitere NFTs, die sich hinterher als Scams herausgestellt haben. Wer sonst bringt jungen Menschen so gut bei, was ein Ponzi-Scheme ist? Außerdem Ankerkraut, die mit der größten Influencer-Kampagne... Oh, das hatte ich schon wieder vergessen. Oh je. Ankerkraut war bei der Höhle der Löwen. Die machen so Gewürze, falls ich es nicht mitbekommen hatte. War eine richtig tolle Marke und super viele Influencer hatten die an Bord, weil so die Werte dieser Marke einfach waren. Self-made, nachhaltig, Top-Qualität. Und dann hat Ankerkraut einfach ihre größten Anteile an Nestlé verkauft und ist jetzt ein Nestlé-Unternehmen. Und einfach alle Influencer abgesprungen. Alter Verwalter. An ihr des Jahres punkten konnten. Influencer sind ja ganz verschieden, haben unterschiedliche Werte und Meinungen. Doch an diesem einen Tag, an dem Ankerkraut sich an Nestle verkaufte, vereinten sie ganz Influencer Deutschland hinter einer einzigen Botschaft. Ihr seid abgrundtief scheiße und wir schämen uns, je mit euch gearbeitet zu haben. Respekt. Und in letzter Sekunde hier noch eingegangen, Kathi Hummels für die geniale Kampagne I Suffered from Mental Health, über die sogar international berichtet wurde. Hier wurde tapfer der Community das wirklich wichtige Thema mentale Gesundheit näher gebracht, indem bei einem Luxus-Retreat an nur 3 Tagen Werbung für 20 unterschiedliche Markenpartner gemacht wurde. Denn nichts bekämpft Depression besser als eine frische Mandelmilch und ein veganer Blissball. Was zur Hölle, Digga? Da sag ich dir einfach nichts. So viele gute Aktionen dieses Jahr und wir sind erst ganz am Anfang des Abends. Wer heute hier gewinnt, das bestimmen natürlich wie immer Sie. Stimmen Sie ab in den Kommentaren, wer heute hier mit einem der heiß begehrten Preise nach Hause gehen darf. Auch in der nächsten Kategorie wird's wieder spannend. Kommen wir zu Bestes Drehbuch. Also aus der Kategorie jetzt, Chat, was sagt ihr? Wir hatten jetzt hier peinlichste Influencer-Marketing. Ja? Wir hatten KFC, wir hatten Monte mit den NFTs, wir hatten Ankerkraut und wir hatten jetzt hier die letzte Geschichte. Wer ist denn für euch der größte Fail? 3 Stimmen an Monte. Für mich ist ja die KFC-Geschichte. Das hat mich gerade am meisten schockiert. Also, bestell dir jetzt zur Feier der Reichspogroms nach Cheese zu deinem Chicken. Digga, das ist wirklich für mich die absolute Höhe. Achso, KFC war nicht nominiert, wurde nur erwähnt. Da hast du natürlich recht, Muffels. Aber ist für mich der Gewinner der Herzen. Original und adaptiert. Und nominiert ist... Ah, bestes Drehbuch, okay. Joyce Ilk für ihren unglaublich lustigen Witz über Opfer von K.O.-Tropfen. Denn woran erkennt man einen richtig guten Schenkelklopfer, wenn man nachträglich unter dem Post und in 2 weiteren Statements erklären muss, warum der Witz
lustig war. Das sind aber immer die besten Witze, weil wenn du einen Witz dreimal erklärst, dann ist er einfach noch lustiger, oder? Ist so, ne? Gerade Holy bestellt Doppelapfel Shisha mit Code Matti10. Ah, funktioniert mein Code Matti10 noch? Leute, ey, ich hab hier Neuigkeiten für euch. Ey, das ist falsch mit Matti5. Code Matti10, liebe Freunde. Einfach mal den Code Matti10 benutzen, wenn ihr bei Holy bestellt. So ein Ding ist das. Wir alle lieben es, wenn unsere Lieblingsbücher zu guten Serien und Filmen werden. Wir hassen es, wenn die Showrunner mit ihren eigenen kreativen Ideen das Original zu sehr verändern. Deswegen ist für ihr adaptiertes Drehbuch nominiert die YouTuberin Daisy, die es in diesem Jahr geschafft hat, mehrere Videos aus dem Englischen so gut zu adaptieren, dass niemandem, selbst den This person has one by one plagiarized my Dubai article from 2019. She translated it into German word for word, every joke, every pause. Ach du Kacke, Digga. Dass das aber auch immer funktioniert, ne? Dass es immer Leute gibt, die einfach ein Video von den Amis nehmen und Wort für Wort, Gag für Gag, Blick für Blick genauso nachstellen. So wie Leon Mascher beispielsweise damals mit diesen Straßenpranks und so weiter. Dass es das, oder die Prank Bros, ne? Dass es das immer noch gibt und dass das immer noch funktioniert. Originalautorinnen aufgefallen ist, dass auch nur ein kleinster Fitzel eigener Kreativität in diese Videos geflossen ist. Und wie immer, auch hier mitnominiert, Made My Day, die dieses Jahr einer Userin ein unglaubliches Geschenk gemacht haben. Sie haben sie damit überrascht, dass sie ihren Witz mit Millionen Menschen geteilt haben. Dieses Blau für Jungs, Rosa für Mädchen-Ding ist die letzten Jahre übrigens wieder schlimmer geworden. Als ich klein war, zog man uns alle geschlechterübergreifend wie Clowns aus dem Zirkus an. Ich check gar nichts. Ist das jetzt der schlimme Witz? Ist das der Witz, für den gecancelt wurde? Oder was passiert jetzt? Es geht um das Bild an sich. Was ist denn das Problem an dem Bild? Geht es darum, dass das Kind halt ein normales Kinderoutfit trägt und das jetzt so beschrieben wird, als wäre es ein Clowns-Ding? Das Bild wurde ohne Rechte geteilt. Ist ein privates Kinderbild. Oh mein Gott, ich verstehe. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Damit überrascht, dass sie ihren Witz mit Millionen Menschen geteilt haben. Dafür haben sie ihr privates Kinderfoto gepostet, ohne sie vorher zu fragen. Aha! Diese Person hat ein Bild aus ihrer seiner Kindheit gepostet und Made My Day hat das Bild genommen und sogar die Caption geklaut. Was zur Hölle? Kinderfoto gepostet, ohne sie vorher zu fragen, denn das hätte die Überraschung ja ruiniert. Während hier kreativ an die Grenzen des Möglichen gegangen wurde, wurde in der nächsten Kategorie körperlich. Für mich gewinnt tatsächlich, auch wenn ich nichts davon mitbekommen habe, hier die Daisy, weil, was wir gerade noch gesehen hatten, nicht nur hat das Video 1:1 geklaut, sondern sie hat hier eine Merch-Linie mit dem Namen Stolen by Daisy. Also sie macht auch noch Geld darüber, dass sie sich lustig darüber macht, dass sie ihren Content einfach nur klaut und verdient damit noch Geld und verkauft Merch. Stellt euch vor, hier, mein Merch, Trust me, I'm a Magician. Stellt euch vor, ich würde hier draufschreiben, Trust me, ich klau meinen ganzen Content und ihr kauft das für Geld und ich zahle meine Miete damit. Das finde ich schon sehr cringe. Während hier kreativ an die Grenzen des Möglichen gegangen wurde, wurde in der nächsten Kategorie körperlich alles gegeben. Kommen wir zu beste Stunts. Matti und die Seilrutsche, ja, oder? Also für mich ist der beste Stunt, der in diesem Jahr gemacht wurde, der hier. Einfach immer wieder lustig. Mir selbst dabei zuzusehen, wie ich mir das Steißbein breche. Mir tut das immer noch weh. Das ist 4 Monate her. Nominiert ist Marvin. Okay, es sind PR-Stunts gemeint. Aber da fand ich, A Hole war doch ein viel krasserer PR-Stunt als das Ding jetzt hier. Der mutig mit einem All Lives Matter-T-Shirt darauf aufmerksam macht, dass Videos über Polizeigewalt ja oft nur die Seite der bösen Täter zeigen und die Polizei ja eigentlich gar nichts dafür kann, indem er sich von 2 Polizisten verprügeln lässt. Nominiert Gamescom hinter Halle 8. die gute Schlägerei. Einer der krassesten Actionfilme, die wir jemals hier bewerten durften. Wisst ihr, was daran das Lustigste war? An diesem ganzen Thema Schlägerei bei der Gamescom, die Perspektive
von Herr Newstime. Hat wer von euch das Video von Herr Newstime gesehen zu dem Thema? Der war halt so auch dabei, so wie der Martin. Ja, denn der ist immer dabei. Herr Newstime stand halt so daneben und als es dann eskaliert ist, war er so, ey, Tanzi, nein. So. Und er hat irgendwie so ein Viertelstunde Video gemacht, so, oh Leute, das war die krasseste Erfahrung meines Lebens. Ich habe 540 Kung Fu High Kick gegeben, Bruder. Ich habe Roundhouse Kick gegeben, 3 Leute K.O. gehauen. Orange Morange hat einfach Messer gezogen, Digga. Ah, das war so witzig. Glücksspielfan Orange Morange prügelt sich öffentlich mit Tanzverbot. Eine Genau, da war halt Herr Newstime. Da hinten steht da die lebende Legende. Einfach als Außenstehender auch mit dabei. Schuldige Frau wird involviert. Tanzverbot. Oh, aber guck mal. Er hat Orange Morange aber mit richtig Kraft weggezogen. Guck mal. Frau wird involviert. Guck mal jetzt. Alter, seht ihr das? Das ist pure Männlichkeit in diesem Gesicht. Seht ihr das? Oh, jetzt packt er ihn im Nacken mit einer Hand. Digga, Herr Newstime, einfach ein Bär. Einfach ein Grizzly, Bruder. Einfach mit einem Arm weggezogen, den Kollegen. Verbot. Reißt in Rage die Liebe sein. Bam! Und dann haut er auch noch Jesse Lola, glaube ich, ne? Ballert er ihn noch weg. Des Lebens zu Boden und als i-Töpfelchen sind Kriegsreporter Herr Newstime und Mr. Trashback tatsächlich zufällig mittendrin. Das kannst du dir aber auch nicht ausdenken, dass bei einer Schlägerei auf der größten Convention, wo so Streamer, YouTuber, Influencer und so weiter sind in Deutschland. Das war Gamescom, nicht TwitchCon, ne? Genau, Gamescom. Und dass genau da auch noch die beiden Oldschool-News-YouTuber Herr Newstime und Mr. Trashback am Schwitzen sind. Diese Geschichte hat wirklich alles. Stimmen Sie ab, denn natürlich kriegen die Gewinner und Gewinnerinnen auch dieses Jahr ungefragt und ungewollt diese exklusive Trophäe nach Hause geschickt. Der Dislike des Jahres, oh wie cool. Würde ich tatsächlich auch feiern, den zu bekommen. Ja, da gewinnt auf jeden Fall die Schlägerei, oder? Einstimmig, Leute. Sowas von einstimmig. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Deswegen müssen wir vor der nächsten Kategorie einmal kurz dem Sponsor dieser echt vergoldeten Trophäen danken. Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich gucke jetzt nicht die ganze Werbung, einfach weil es hier in der Reaction nicht so zu 100% passt. Aber natürlich ganz dicker Support geht raus an den Robson hier. Einmal auf den Link klicken, bitte unbedingt den Robbubble rein supporten. Und bitte auch immer das Originalvideo, wenn ich auf was drauf reagiere, immer auch beim Originalvideo zumindest auf den Daumen nach oben klicken. Richtig und wichtig, Freunde. Das meine ich ernst. Dem Gewinner oder der Gewinnerin der nächsten Kategorie ein Jahresabo kaufen. Melden Sie sich, wenn Sie gewonnen haben, einfach in den Kommentaren und das Abo gehört Ihnen. In der nächsten Kategorie geht es nämlich um die Menschen, die im letzten Jahr eine besondere Inspiration waren. Nominiert als bestes Vorbild was kommt jetzt? Des Jahres Orange Morange, der seinen Fans zeigt, dass es nie zu spät ist, etwas Neues zu lernen, selbst wenn alle anderen es schon lange wissen. Er war uns allen ein Vorbild, als er nach seiner Ankündigung, demnächst nicht nur für Glücksspiel zu werben, sondern jetzt auch für Sportwetten bei der WM in Katar, Ende Oktober zum ersten Mal mitbekam, warum das Land seit Jahren kritisiert wird. Das wusste ich nicht, werde nicht zur WM. Boah, Tobi, wenn du diesen Clip findest, ne? Ja. Ja. Wenn du den findest, vom dünnen Matti aus 2016, einfach nur Ia. Ia. Das wäre legendär. Weißt du schon mal noch ein drittes Mal? Ia. Ia. Okay, reicht jetzt. Und Ron Bilecki, der durch selbstlose Livestreams jungen Menschen anschaulich demonstriert, dass Reichtum in Deutschland besser verteilt werden muss. Wir müssen uns mit so Geringverdienern nicht abgeben. Kommt. Komm, schnell, was verdienst du denn im Monat? 1500 Euro, die pisse ich. Skurrows. Guter Clip. Der jungen Menschen zeigt, wie man für die Freilassung von unrechtmäßig inhaftierten Menschen demonstriert. Ist das, was gerade auffällt? Er geht ja jetzt hier zum TikTok-Stand auf der Gamescom und ruft Free Andrew Tate. Und er läuft aber auch so ein bisschen wie Andrew Tate, oder? So dieser weirde Gang mit dieser weirden Haltung. Warte mal, da fehlt ja eigentlich nur... Es funktioniert. Indem er TikTok-Mitarbeiter anpöbelt, Andrew Tate freizulassen. Ein Mann, der nichts getan hat. Also, außer zu sagen, dass Frauen mitschuld daran sind, wenn sie vergewaltigt werden, oder dass er nach Rumänien umgezogen ist, weil dort die Gesetze zur Vergewaltigung am lockersten sind. Also, völlig unrechtmäßig gesperrt. Ehrenmann, absolute Regine, Top G. Danke für deinen Einsatz, Skurrows. Free Andrew Tate! Free Andrew Tate!
kommen wir zu einer Kategorie, die wir alle den ganzen Abend lang schon heiß erwarten. Beste schauspielerische Leistung. Achso, wir müssen erstmal abstimmen, Leute. Vorbild des Jahres. Wir haben Orange Morange, wir haben Ron Bielecki und wir haben Skuros. Also für mich ist ja wirklich am absolut peinlichsten hier die ganze Orange Morange-Thematik des Jahres gewesen. Diese Orange Morange-Geschichte mit dem Glücksspiel und dem nächsten Thema Glücksspiel und dann hier Fake und da Fake und dann hier Betrug und da Betrug. Also da muss ich echt sagen, das war für mich der peinlichste Reinfall des Jahres. Aber gucken wir mal jetzt die schauspielerische Leistung. Also ich sehe hier tatsächlich neben Orange auch sehr viel Ron. Also viele sagen auch hier der Ron. Okay. ApoRed, der uns alle reingelegt hat. Erst dachten wir, er wäre reich. Dann dachten wir, er wäre arm. Jetzt wissen wir. Oha, Johnny. Was ist jetzt los? Johnny, danke für den dicken Support. Ich küsse dein Auge, dein Herz, dein Popel, alles von oben bis unten. Ich schlappe ab mit Zunge und allem drum und dran. Danke für deinen Support, Mann. Ich weiß es sehr zu schätzen. Eingelegt hat. Erst dachten wir, er wäre reich. Dann dachten wir, er wäre arm. Jetzt wissen wir, es war der Insi-Modus. Dank seinen schauspielerischen Fähigkeiten ist er in der Lage, eine Insolvenz nur vorzutäuschen, um dadurch noch reicher zu werden. Er täuschte nicht nur uns alle, sondern sogar den deutschen Staat. Das wird vermutlich im Februar auch eine internationale Oscar-Nominierung bedeuten. Da sind wir in Deutschland sehr stolz. Ja. Also für mich, Gewinner dieses ganzen Videos, einfach jetzt ApoRed, der Allerechte. Hat für so viel Content gesorgt in diesem Jahr. Also absolut Legende. Absolute Legende. Auch nominiert. Urlak Entertainment, der beliebteste Wildcard-Bewerber von Seven vs. Wild. Erst dachten alle, er wäre extrem rechts. Doch dann stellte sich raus, das war alles nur Reenactment. Die Nähe zu Rechtsextremen war nur Teil der Rolle. Das Rumlaufen mit einem Hakenkreuzkoffer oder Schreiben von fragwürdigen Kommentaren mit SS. Nur sehr gutes Method Act. Es eskaliert ja jetzt aber langsam. Twitch! Dafür, dass sie uns vorgespielt haben, sie würden Glücksspiel von der Plattform verbannen, dann aber nur sehr gut so getan haben. Schauspielerische Meisterleistung. Was habe ich verpasst? Ist Glücksspiel nicht verboten auf Twitch? Da war doch was. Freunde, was habe ich verpasst? Ist Glücksspiel doch nicht verboten? In der nächsten Kategorie geht es um die beste Love Story. Zu den meisten Liebesgeschichten gehört auch eine Trennung. So ist das Leben. Oh nein, nicht Bibi und Julian. Och nee, Digga. Oh no. Deswegen nominieren wir hier die Liebe, die Julienko und Sascha erst in ihren Trennungen von Bibi und Paola verloren haben, aber dann von ihren Fans zurückbekommen haben. Sie wurden so mit Liebe überschüttet. Liebe Kommentare wie, die neue ist schöner oder als wäre er von Samsung auf iPhone gewechselt. Liebe. Das sind so dreckige Kommentare, ne? Wirklich so dreckige, räudige Pisskinder, die sowas schreiben. Und teilweise auch echt erwachsene Menschen, ne? Ich habe ja selber dummerweise, das war ein sehr großer Fehler, aber dummerweise ja auch, eine Beziehung sehr, sehr öffentlich ausgelebt und dementsprechend hat dann auch die Trennung öffentlich sehr reingescheppert. Digga, wirklich das Schlimmste an diesem ganzen Thema waren einfach die Kommentare von irgendwelchen Randoms, ne? Irgendwelche Leute, die 10 Jahre kein Video mehr kommentiert haben und sich dann aber zu Wort melden, weil sie meinen, sie wissen es besser. Digga, das ist so schlimm. Das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht, eine Trennung auf YouTube durchmachen zu müssen. Digga, es war die Hölle. Ich schwör's euch. Es war so mies, Alter. Und vor allem, wenn du dann auch einen neuen Partner findest, was sich der neue Partner dann jahrelang anhören darf. Ey, das ist mies. Maus, es tut mir leid, dass du dir ausgerechnet mich ausgesucht hast. Digga, also so ein Pain einfach. Aus der Community, die so stark war, dass die eine Frau komplett verschwunden ist und die andere ein weinendes Statement drehen musste, um sich zu rechtfertigen. Was für eine schöne Geschichte. Es ist halt einfach peinlich. Es ist einfach sau unangenehm, Videos zu machen über seine Beziehung. Ist jetzt eine Sache, finde ich, so mein Video zum Thema, dass ich jetzt Papa werde und so, ist eine Sache. Das ist etwas Lebenveränderndes. Das wollte ich euch unbedingt mitteilen, weil es euch ja da auch beeinflusst in irgendeiner Form. Aber so dieses über alle Probleme, die man in seiner Beziehung hat oder nach der Trennung dann in Statement-Videos über die Probleme damals aus der Beziehung so sprechen mit der Öffentlichkeit. Oh Digga, ich finde das so cringe. Ich finde das so unangenehm. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre das einfach alles damals privat gewesen und gut ist, Digga. Aber da muss man halt mit beiden Seiten auf einem Nenner sein, ne? Oh, cringe, Bruder. Genauso schön war nur die Liebe von Marius Ehrenmann und Geparker auf TikTok, die zu... Habt ihr das mitbekommen? Die haben nämlich die Ansage gemacht, dass sie schwanger sind, also dass sie schwanger ist und dass die ein Baby bekommen und halt so richtig viele Videos und auch so mit Tränen und oh nein, dem Baby geht es schlecht und oh nein, wir können uns das nicht leisten und bla bla. Und haben da so 20 Videos gemacht.
gesagt zu. Und dann war das so, ey Leute, das mit dem Baby war nur Spaß. Übrigens, mein neuer Song ist jetzt da, checkt den aus. Genauso wie letztes Jahr, wie heißen die, Gewitter im Kopf, genau, gleiche Aktion. Boah, lass einfach so tun, als wäre einer von uns einfach tot, Digga. Lass alle Videos und Bilder auf Instagram alles löschen, schwarze Profilbilder machen und dann so schreiben, rest in peace, weil dann hören die alle safe meinen Song. Zufällig bei einem wichtigen Musikvideodreh herausfanden, dass sie nach nur wenigen Wochen als Paar Eltern werden und das in zahlreichen emotionalen, viralen TikToks mit allen teilten. Ihre Liebe. Hat sie in ein Glas gepinkelt und da dann den Test reingemacht? Hat sie ihre Pisse auf TikTok geteilt? Liebe und die Schwangerschaft hielt tragischerweise nur zufällig genauso lang wie die Promophase. Bevor wir gleich zum Preis des Abends kommen, wollen wir noch... Also Freunde, beste Love Story des Jahres? Bibi und Julian, Sascha und Paola oder die zwei Kollegen Schnürschuh? Was sagt er? Also für mich gewinnt ja Bibi und Julian dieses ganze Thema, Digga. Diese ganzen Kommentare. Bis heute, du siehst irgendein random Meme von irgendeinem internationalen Channel hochgeladen. Top-Kommentar aus Deutschland. Jeder geht mit der Trennung von Bibi und Julian anders um. Die Leute schreiben es bis heute noch. Das finde ich verdient Respekt, dass eine Beziehung so krass im Interesse der Öffentlichkeit ist, dass Millionen von Leute bis heute noch Memes darüber machen. Nicht schlecht, Digga. Den tragischen Opfern der Cancel Culture widmen wollen. War Luke Mockridge dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Kein Mensch ist so kaputt gemacht worden dieses Jahr wie Fritz Meinecke. Die Geschichte mit dem 5 Euro. Ja, der macht Aufrufe wie noch nie in seinem Leben zuvor. Der letzte, bei dem man sagen kann, er wurde gecancelt, Digga. Die haben es halt versucht, aber... Hä? Erst hat er einfach nur ein Video hochgeladen, in dem er eine Frau ungefragt filmt und ihr Fiki 5 Euro hinterher ruft. Und dann hat er doch nur auf die Kritik dazu geantwortet, dass ihm die Gutmenschen und die politische Korrektheit auf die Eier gehen mit diesen ganzen Diversinnen. Er wurde von der Cancel Culture dafür komplett zerstört. Aber letztendlich war seine Aussage doch nur, wenn man es mal runterbricht, dass er gesellschaftlich so untragbar wäre, dass jede Plattform und jeder Werbepartner ihn sofort absägen würden, wenn sie nur wüssten, was er wirklich denkt. Wenn er nur einmal aussprechen würde, was in seinem Kopf wirklich Abscheuliches vorgeht. Und was ist daran bitte seltsam? Das ist doch eine völlig normale Aussage. Aber seit diesem Cancel-Vorfall hat man überhaupt nichts mehr gehört. Ja, genau. Von Fritz Meinecke, der ist einfach verschwunden, ist einfach fertig gemacht worden. Kein Video in den Trends, nirgendwo hört man irgendwas von ihm oder seinen Seven versus Wild. Untergegangen ist der Mann. Kommen wir nun. Ja, das war's tutto completo. Zur Show des Jahres. Es ist eine Aufgabe der Kunst und des Journalismus, Grenzen auszutesten. Aber niemand überschreitet diese Grenzen so zielstrebig und so konsequent wie Mimi. Die gestohlene Speicherkarte, die ist jetzt schon 6 Jahre her. So alt wie dieser Preis. Tatsächlich war das eine Aktion, die bei der allerersten Ausgabe nominiert wurde. Trotzdem gibt Mimi immer noch nicht auf und gibt Dinge über ApoRed-Preis, mit denen keiner gerechnet hat. Vielleicht auch, weil manche davon... Entschuldigung, 9 hat da mittlerweile schon 4-mal hochgeladen, weil Red die ganze Zeit versucht, das anzuzeigen und abzumahnen. Habt ihr das mitbekommen? Mimi hat jetzt die 4. Version von dem Video gemacht. Und zwar darf er jetzt ApoRed nicht mehr beim Namen erwähnen und auch sein Gesicht nicht zeigen in dem Video. Deswegen heißt das Video jetzt meine Entschuldigung an Prinz Puma. Das ganze Video ist zensiert und er sagt einfach Prinz Puma. Weiter geht's. Inzwischen so privat sind, dass man sie einfach nicht mehr veröffentlichen sollte. Aber ist es nicht genau diese Grenzüberschreitung, die es für uns unterhaltsam macht? Absolut korrekt. Dabei zuzugucken, wie seine Frau, seine Familienmitglieder, ihre Finanzen und sensible private Daten geleakt werden. Absolut korrekt, ist doch voll lustig. Und jemand über die Privatinsolvenz und den Hartz-IV-Antrag hinaus verfolgt wird. Ja, doch, ist schon ganz lustig. Doxing macht Spaß. Und deswegen ist... 9 von 10 Leuten macht Mobbing Spaß, Leute. Das eine Show des Jahres für uns. Aber die Konkurrenz ist hart, denn nominiert ist auch... Boah, wer kommt da jetzt gegen an? Wer soll gegen die Nummer noch ankommen? Finn Kliemann für ja? seinen genialen Geschäftssinn und seine mutigen Aussagen gegen die woke linke Szene und die Verschwörung, ihn mit öffentlichen Geldern zu zerstören. Wer sonst schafft es, mit Masken zum Selbstkostenpreis 282.000 Euro Gewinn zu machen?
genialer Businessmann. Ja. Oder Spendengelder so geschickt zu verteilen, dass sie wieder zurückkommen, weil die wohltätige Organisation sie so nicht annehmen kann. Oder kostenlos positive PR mitzunehmen, indem man sich öffentlich für die Spende von Masken feiert, die eigentlich fehlerhaft sind. Auch stark. Wer schafft es so genial, einem Shitstorm zu entkommen, wie das Klimansland, die sich mit... Wir distanzieren uns von Finn Kliman. Wir haben nichts mehr mit ihm zu tun. Wir distanzieren uns von all seinen Aussagen. 20 Sekunden später. Finn Kliman hat nichts falsch gemacht. Wir stehen immer hinter ihm. Mit der genialen PR-Taktik rausreden, erst einen Kritiker als pickligen Bastard zu bezeichnen und sich dann von ihrem Chef distanzieren, indem sie sich nicht distanzieren. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Fivehead. Und zeigt, dass keiner besser weiß. Krise kann auch geil sein. Damit meint er meinen Song übrigens. Habt ihr den schon gehört auf Spotify? Stimmen Sie jetzt ab. In allen Kategorien, in den Kommentaren und denken Sie dran. Ja, an Mimi kommt aber keiner ran. Hinzuzuschreiben, falls Ihnen noch jemand einfällt, den wir heute hier vergessen haben. Und denken Sie immer dran, wer den Lästerschwestern-Podcast hört, der weiß schon vorher, wer nächstes Jahr nominiert wird. Abonnieren Sie den Kanal, gucken Sie vielleicht die alten Preisverleihungen. Das lohnt sich jetzt aber. Jetzt höre ich den Podcast einfach, weil ich wissen will, was in einem Jahr passieren wird. Einfach auf Mentalmagie, auf Prophezeiung, weißt du? Auf Prediction. Ja, das war das Video. Da, anderes Video, auch Robbubble. Gut, High Quality, klicken, Adventskalender, gewinnen, Buchstaben suchen. Genau.